Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Hey Leute, willkommen zu der nächsten Folge der FIFA 18 Torwartkarriere. Da die Torwartkarriere auch viele Leute gucken, sage ich es jetzt schon mal. Gestern kam leider keine Trainerkarriere, ich habe es nicht mehr geschafft. Ich war ja letzte Woche in Berlin und ich bin jetzt eben heimgekommen, war noch bei meinem Vater und es war einfach nicht so einfach, noch ein Video zu produzieren. Deswegen ist das gestrige Video also am Montag ausgefallen. Jetzt geht's aber ganz normal weiter. Assassin's Creed werde ich jetzt auch gleich noch ein bisschen was aufnehmen. Ich hab Bock und ich habe auch Bock, die Trainerkarriere, die Torwartkarriere hier jetzt weiterhin zu verbessern, dass wir weiterhin Punkte sammeln und nicht hier unten im Abstiegsrennen dabei sind, sondern eher im Aufstiegsrennen, wobei das schon wieder ziemlich schwierig wird. Dafür ist es schon leider etwas spät. Wir spielen gegen Casas Siena, das könnte was Gutes werden, was ziemlich Gutes. Denn eigentlich sind die Würzburger Kickers ganz schön gut, in FIFA zumindest. Allerdings mit uns im Tor lief das die ersten Spiele nicht so gut. Ab heute, ab jetzt habe ich Bock. Jetzt werden wir es schaffen, jetzt wird sich alles ändern. Nein, aber auf jeden Fall wird sich etwas tun, hoffe ich. Wenn wir jetzt gegen Casas Siena gewinnen, haben wir die auf jeden Fall schon mal überholt, weil die einen Platz direkt über uns sind. Und es könnte sein, dass wir den einen oder anderen auch schon überholt haben, wie Zwickau zum Beispiel, die ja hier auch schon 9 Spiele haben und 10 Punkte. Wenn wir gewinnen, hätten wir 11 Punkte, dann hätten wir die auch schon überholt. Also ich will wieder ein Stück nach oben und das werden wir heute mit dem kleinen 3 Punkten werden wir heute einfach mal beginnen und einfach weiter nach oben kommen. Let's go! Zu Hause gegen Casas Siena. 16. gegen 17. Wir spielen zu Hause. Das kann eigentlich nur was werden. Na, komm. Ja, Mann! 1-0! Saubere Sache. Nicht übel. 1-0. So gefällt mir das. Weiter. 2-0. Geht doch. Was für ein Schuss war das? Hammer Schuss von Ademi. 2-0. 2-0 zur Halbzeit. Perfekt. So will ich das sehen. Wir haben zwar fast nichts zu tun, aber das ist auch in Ordnung. Solange wir hier ein super Spiel hinlegen, beziehungsweise unsere Mannschaft eben, passt das absolut. 2-0. Ich hoffe, das werden 3 Punkte. Spielt hier zurück zu mir. Ja. Also sie verteidigen ziemlich gut eigentlich. Casas Siena hat noch, glaube ich, keinen Schuss abgefeuert. 0 Schüsse in der Statistik. Können wir gleich mal nachgucken nach dem Spiel. Aber bisher denke ich schon. Der scheint verletzt zu sein. Muss gewechselt werden. Das kann ich jetzt mal wegdrücken. Szene kennen wir ja schon. Haben wir schon oft gesehen. Das tut mir natürlich leid. Kann man nichts machen. Eckhardt muss verletzt raus. Schön. Schön den Ball hier erobert. Pass in die Mitte. 3-0.
Warum geht es nicht immer so? Es hat zwar jetzt lange gedauert, bis der dritte Treffer kam, aber das ist ja wurscht. Ein 3-0 ist super. Das ist ein tolles Ergebnis. Warum kann es nicht immer so sein? Ich meine, ein paar Sachen würde ich jetzt gern schon hier hinten zu tun haben als Torwart. Aber sie verteidigen gerade super und man kann ja nicht sagen, die Kasesena ist auch 16. Also haben sie nicht den besten Angriff. Aber unsere Mannschaft macht das vorne ziemlich gut und hinten auch. Sie verteidigen, Kasesena hat noch keinen Schuss aufs Tor abgegeben. Und vorne erobern sie sich den Ball, spielen schön, schießen und treffen. Und das perfekt, das ist perfekt, das läuft super. Ich meine, wie gesagt, 16. ist Karlsruhe, das ist keine schlechte Leistung, aber ne, es gibt halt noch krassere Herausforderungen, als jetzt den 16. mit 13-0 zu besiegen. Aber das ist schon mal ziemlich, ziemlich gut. Vor allem, wie gesagt, ich habe nichts zu tun gehabt. Sie haben das ganz abgeklärt gemacht und die 3 Punkte sind ja schon so gut wie sicher. Mal gucken, ob jetzt hier noch das 4-0 fällt, das 3-1 oder gar nichts mehr. Aber toll. Macht unsere Mannschaft ziemlich gut hier zu Hause. Doch, da ist es. 4-0. Sauber. Warum geht das nicht immer? Ganz, ganz großes Kino. Vor dem 3-0 dachte ich, da geht jetzt nichts mehr, aber ein 2-0 ist auch gut. Nach dem 3-0 wusste ich schon, da kann noch was gehen. 4-0 im Heimstadion, es ist vorbei. 4-mal Tormusik gehört, 4-mal die Fans jubeln gehört. 3 Punkte gesammelt. 0. Kassiert. 7,5er Bewertung. Kein zugelassenes Tor, ja. Ne? Ich habe auch keinen Schuss aufs Tor abbekommen, das ist so. Also, starke Leistung. Hier, 0 Schüsse von Kasesena. Wahnsinn. Aber wie gesagt, das ist, auch wenn ich jetzt nicht viel zu tun hatte, so möchte ich das sehen. Gefällt mir. So. Und dann gucken wir mal hier rein. Wir sind 13. Ja, das passt. Das passt, so gefällt mir das. Ja, Mann. 4 Tore geschossen, 0 kassiert. Super für die Tordifferenz. Wir sind wieder im Soll. 3 Tore in der Tordifferenz haben wir nämlich jetzt. Und 11 Punkte, damit auf Platz 13. Wir sind von letzten Platz, von Platz 20 waren wir ja tatsächlich mal, auf Platz 13 gekommen. Und mit 11 Punkten sind wir ja noch einigermaßen gut im Geschäft. Klar hat Hansa Rostock hier auf Platz 1 21 Punkte. Aber das ist noch lang nicht getan. Also finde ich gut. Finde ich gut. Gegen VfL Osnabrück, Wolfsburg wollte ich schon sagen, gegen VfL Osnabrück geht es jetzt ran. Die sind auf Platz 9, haben 12 Punkte. Haben Tordifference von 0. Also, falls wir jetzt wieder einen Sieg einfahren, wäre das ganz cool. Das wäre natürlich krass. Wir sind zu Gast beim VfL Osnabrück. Und ich würde sagen, direkt reinstarten. Let's go. Wir sind in einer guten Phase. Das müssen wir ausnutzen. Osnabrück gegen Würzburger Kickers. Let's go. Jetzt nach vorne. Ja, Mann! Sauber ausgekontert. Ich fasse es nicht. Ist das geil. Auch auswärts stark. Wir haben gerade eine gute Phase. Oder kommen zurück in die gute Phase. Keine Ahnung. Baumann steht goldrichtig nach dem Konter der Würzburger Kickers. Ganz, ganz stark und wichtig. Halbzeit.
in Osnabrück. Wir führen mit 0-1. Ich habe wieder bisher nichts zu tun. Man sieht es hier, 0 Schüsse von Osnabrück. Also, wie gesagt, es ist natürlich für Torwartkarriere in gewisser Weise vielleicht auch langweilig. Da muss ich dann wieder an den Einstellungen was verändern. Aber weil ich nicht der Beste bin, werden wir dann wahrscheinlich wieder abkacken. Und deswegen gefallen mir die Einstellungen gerade eigentlich so. Weil wir ganz gut Druck machen. Und wieder nach oben kommen. In der Liga. Was ja das Ziel ist. Und drin 0-2. Die spielen super, kann man nichts sagen. Was wie gesagt, zu tun habe ich nicht viel. Aber die Einstellung möchte ich irgendwie auch nicht verändern, weil, wie gesagt, ich finde es natürlich geil, wenn ich bis was zu tun habe. Aber ich finde es auch geil, wenn meine Mannschaft Tore macht und wir hier nach vorne kommen an der Tabellenspitze. Vielleicht kratzen. Und da sind wir noch ein Stück von entfernt. Und ich habe an den Einstellungen ja nichts geändert. Ich habe sie euch ja damals gezeigt und habe auch damals noch Spiele verloren. Und ja, jetzt ist es die Mannschaft gerade im Hype. Und jetzt wieder was dann zu verändern, damit sie nicht mehr so im Hype ist. Das war ja ein Scheißschuss. Hat ihn direkt genommen, gut, aber naja. Ja, wenn man jetzt diesen Hype blockt, um eben mehr zu tun zu haben, nur indem man die Einstellung verändert, also ist ja dann auch irgendwie, ne? Und 0-3. Guck dir die an, die sind einfach gehypt gerade. Ich kann das nicht stoppen, das will ich nicht stoppen. Dachte es so, das wird nichts, diese Chance. Auf einmal steht da einfach Göbel, der den Fuß reinhält. 0-3. Wahnsinn. Ja, jetzt kommen sie natürlich auch nochmal. Die haben sich hier natürlich noch nicht abgeschrieben. Es war natürlich jetzt riskant, dahin zu passen, aber sie haben es gut gelöst. Passt alles. Ja, den habe ich. Das war kein starker Schuss. Werfen wir da raus. Oh nein, das war nicht gut. Er hat ihn zwar bekommen, dann aber direkt wieder verloren. Jetzt machen sie Druck. Heidewitzka, du. Das ist nicht gut. Eieiei, jetzt bekommen wir doch was zu tun. Diesmal habe ich es nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. Es hätte natürlich wieder in die Hose gehen können. Aber in der Mitte stand wieder einer. Und es hätte natürlich sein können, dass er abzieht. Und ich habe mich versucht so hinzustellen, dass wenn er abzieht, dass ich ihn bekomme. Und ich hätte ihn, wenn er halt drin gewesen wäre, hätte ich ihn wahrscheinlich noch rausgekratzt. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Und ich hätte wahrscheinlich auch noch in die Mitte springen können. Also es hätte natürlich in die Hose gehen können, aber ich habe mich, glaube ich, gar nicht so doof angestellt. Komm schon wieder. Außen vorbei. Gegen Ende haben sie es noch ein paar Mal probiert. Aber das war nicht so toll. Einen haben wir gefangen. 8,0. Die Bewertung. Oh, Magdeburg hat auch gegen Aalen gewonnen. Und Weltklasse. Wir sind auf Platz 8 von 20. Wir haben uns hochgeschraubt. As fuck. Alter. Nice one. Hansens ist verletzt. Hansen ist verletzt. 5 Tage. Ja, das ist jetzt nicht so tragisch.
Wir machen natürlich ein Training, das auf jeden Fall, denn wir müssen ja definitiv besser werden, immer noch, auch wenn wir ja schon auf gutem Wege sind. Diese Übung hier, die bringt mich um den Verstand, echt, das ist der Wahnsinn. Ich kann hier machen, was ich will. Der kommt so nahe. Da habe ich eigentlich so wenig Chancen. Oh, das war gut. Das war richtig gut. Das ist richtig gut. Einen müssen wir noch halten. Ja, den haben wir. Jetzt sollte die Geschichte geregelt sein. Er kann jetzt beide, glaube ich, noch reinmachen und es juckt mich nicht mehr. Aber den haben wir auch noch. Boah, echt krass. Ein A. Das hätte ich nicht gedacht, weil die Übung, die packe ich eigentlich meistens nicht. Scheiße. Bei dem ersten ist es immer schwierig, weil er so quer zu mir steht. Alter. Ficken. Gut. Bisschen zu weit rausgekommen, aber dann die Situation noch gerettet. Jawohl. Nicht zugelassen, obwohl ich Fehler gemacht habe, dass er reingeht. Ja, ein A ist hier eigentlich schon ziemlich sicher. Perfekt. Rest überspringe ich. Zweimal A, zweimal B. Kann man machen. Ist nichts Schlechtes. Gut. Dann spulen wir vor. Ich stehe natürlich wieder in der Startformation gegen Unterhaching. Sind Platz 5. Wenn wir die jetzt auch noch schlagen, dann mischen wir hier aber die Liga ordentlich auf. Das ist ja. Das wäre witzig, echt. Weil dann kommen wir irgendwie von ganz unten doch noch nach oben. Die Ziele, ja. Puh. Also, kann man schaffen, wird schwierig. Gegentore pro Spiel, das kriegen wir hin. Durchschnittliche Spielerbewertung werden wir wahrscheinlich hoffentlich auch schaffen. Parade pro Gegentorquote, die wird ziemlich schwierig. Saison mit mindestens 15 Spielen ohne Gegentor, das kann man auch schaffen. Also, ich bin gespannt, aber es ist possible. Gut, ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Ich nehme jetzt The Journey noch auf und vielleicht Assassin's Creed. Mal gucken. Haut rein, lasst eine Wertung da. Bis dahin und ciao, ciao. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what, the where, the how. Blind, smear the ground. My chick 10-10, she can stare the sound from miles away. Hello felt kinda, now good vibes. Feel like a tiger.